Gut, schönen guten Abend bei Nacht auf der Sternwarte. Der letzte Vortrag vor der Sommerpause. Wie üblich, zuerst ein Vortrag, hinterher voraussichtlich eine Führung zur Betrachter. Ich sage voraussichtlich, weil falls gerade ein Gewittersturm kommen sollte, dann würde ich lieber unten bleiben oder was anderes machen. Aber zunächst ein Vortrag von Nicole Morelle. Sie ist Postdoc bei uns in der Konkoi-Observatorium in Budapest. Und sie wird sprechen über die Verbindung von Astronomie und Musik. Das wäre uns. Danke. Willkommen, Freunde der Musik und Astronomie. Heute geht es um beides und das hat erstmal nicht esoterisches zu tun. Es geht hier wirklich um Musiktheorie, gefolgt von Himmelsmechanik an der Stelle. Keine Angst, der Vortrag ist für Kinder geeignet, das heißt, dass Mathematik lassen wir ein bisschen so weit wie möglich weiter draußen. Es ist ja auch weiter gar nicht. Fangen wir ein bisschen an. Warum bin ich in der Konzeption zwischen der Verbindung von Astronomie und Musik? Und da müssen wir, wie so vieles in der Astronomie, immer mal wieder betrachten, und zwar von der Position der alten Griechen. Wir gehen dahin und für die alten Griechen war es, die Musik ist der Inbegriff harmonischer Maßverhältnisse. Das klingt wunderbar spannend, kann ich mir das so vorstellen. Aber für die Griechen gab es drei große Klassen von Musik. Also sie erklären, warum sie das Ganze so sehen, dass er als Musiker instrumental ist, das was wir auch kennen. Wenn wir also mit einem Instrument spielen, wenn wir singen, also hier ein Beispiel, das ist eine Geige, für die noch nie eine gesehen haben im Leben. Und da geht es eben darum, wie muss eine Geige oder ein Klavier gebaut sein, dass die Töne so rauskommen, wie wir sie hören wollen, damit es auch gut klingt. So, das heißt also, wir müssen die Geige so bauen oder das Instrument im Allgemeinen, dass dann eben wunderschöne Töne dabei rauskommen, vor allem wenn mehrere Musiker miteinander spielen, damit es dann irgendwann auch so klingt wie bei den Wiener Philharmonikern und nicht wie beim Konzert vom, dem Rest sparen. So, dann gibt es noch eine zweite Klasse. Gut, hatten wir gerade. Die basiert auf der Klassendefinition von Boetius. Also falls Sie nach dem Vortrag vielleicht denken, hey Wikipedia, hilf mir, worum ging es heute Abend? Boetius ist der Name, den Sie googeln wollen. Also das hatten wir gerade. Musica humana. Das ist die Harmonie der Seele, die des Körpers und die zwischen beiden. Das klingt ein bisschen eher esoterisch als das, was wir mit der ersten Musikklasse gedacht hatten. Und zwar ist es mehr so in die Richtung, okay, wenn es uns gut geht, unserer Seele, dann geht es unserem Körper auch gut. Also ein gesunder Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Und die dritte Klasse, das ist für die Astronomen ganz wichtig, die Musica humana, die kosmische Maßverhältnis. Das ist genau das, was die Griechen dann gesagt haben. Hey, Musik im Kosmos oder im Universum ist alles in Harmonie. Und das ist alles Musik, was wir hören. Und das Witzige an der Sache ist, bis ins Mittelalter hinein ist dieser Anliegen der Musik die dominierende Rolle gewesen. Also nicht das, was wir heute verstehen, die erste Klasse, sondern wirklich das letzte. Musik war allumfassend. Und was das jetzt bedeutet mit den kosmischen Maßverhältnissen, da kommen wir jetzt gleich drauf. Das klingt auch noch so ein bisschen mystisch an der Stelle. Wir befassen uns erstmal mit den Basics. Also worum geht es ja eigentlich? Und da habe ich immer gerne wieder dieses Bild gesehen. Für die, die des Englischen nicht mächtig sind, kommt schon Kinder, es ist keine Raketenwissenschaft, sagt die Musiklehrerin, während in der Physikklasse dann steht, kommt schon Kinder, es ist keine Musiktheorie. Man muss beides verstehen, wie ich immer festgestellt habe, wenn man mit Physikern über Musiktheorie redet, redet man gegen Debatt. Und umgekehrt, wenn man mit Musikern über Musik redet, nein, kommt es gleich dabei raus. Und es ist also beides verstehen, zu begreifen, wie sie geht. Schön ist, es gibt Leute, wie ihn hier, die das gemacht haben. So, er jetzt letztens, glaube ich, auch so Ritter geschlagen. Queen, Lead-Gitarrist, Brian May. So, er hat lustigerweise in einem ähnlichen Fachgebiet promoviert wie ich. Es hing im Staub im Universum, das ist schön. Das heißt, wir verstehen uns ganz gut. Aber Leute wie er können mir erklären, worum es hier eigentlich geht. So, fangen wir an. So, das Erste ist, das jetzt. Wir müssen uns als erstes beschäftigen damit. Ich hatte ja gesagt, es geht um ein bisschen Himmelsmechanik. Das klingt erstmal ganz interessant und dazu müssen wir uns aber zuerst begreifen, was ist unser Sonnensystem, damit wir begreifen, was eigentlich Himmelsmechanik sein soll. Was wir hier sehen, das ist erstmal unsere Erde im Zentrum, geozentrisch. Ja, das ist
wie egozentrisch, ja, wenn man das hier vertauscht, also politische Weltansicht, er steht im Zentrum, alles dreht sich um mich. Wir haben den Mond, wir haben Merkur, Venus, Sonne. Sonne wird in dem Fall nichts als nicht anderes betrachtet, da auch noch so ein Himmelskörper, da gibt es keine Unterschiede zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir Saturn als den letzten bekannten Planeten zu diesem Zeitpunkt, ganz weit außen. Die anderen Planeten, Neptun und Pluto, waren vor Pluto sowieso Sonderkategorie, aber Neptun und Uranus waren noch nicht bekannt zu dieser Zeit. So, das ist auch ein sehr begehrtes Kirchenbild. Ja? Also, die Erde steht im Zentrum von allem. Wissen wir heute, ist eher nicht der Fall. Es gibt nämlich nach unserem polnischen Freund Nikolaus Copernicus das heliozentrische Weltbild, also unsere Sonne steht im Zentrum und wir drehen uns um die Sonne. Ja? Also die Sonne dreht sich um sich selbst und alles andere dreht sich um die Sonne. Und das wird uns jetzt den gesamten Vortrag über begleiten, beide Weltanschauungen, und hoffentlich wird Ihnen das helfen zu greifen, wovon ich hier heute rede. So, ist die erste Frage, okay, warum haben wir denn das heliozentrische Weltbild eigentlich eingeführt? Warum sollte denn die Sonne im Zentrum stehen? Was ist der Unterschied zwischen einer Sonne und den Planeten? Gibt es überhaupt einen? Warum sollte die Sonne im Zentrum stehen? Warum nicht Merkur? Warum nicht Saturn? Gute Frage. Wir müssen uns als erstes fragen, die Sonne ist ein Stern, die Erde ist ein Planet. Der erste wichtige Hintergrund, also falls Sie das noch nicht wussten, was der Unterschied ist, heute können Sie hier zumindest auf dem Vortrag rausgehen und sagen, hey, ich weiß genau, was der Unterschied zwischen Planet und Stern ist. Das ist ein massereicher Weltleuchter, der den Körper auch sehr heiß und gar umfassen. Ja, Erderwärmung haben wir alle gehört, die Sonne erwärmt unseren Planeten. Sehr heißes Gas zum Plasma. Außerdem, es ist hell draußen, ist die Sonne anschuldig. Da gibt es jetzt aber unterschiedliche Sorten von Sternen. Jetzt haben wir auch so Sonnen, da gibt es aber, die Sonne ist jetzt nur ein Vertreter, es gibt Milliarden, das sind ganz viele Sterne raus und die haben alle unterschiedliche Namen. So, und damit Sie jetzt mal so ein bisschen Einblick in die Gedankenwelt eines Astrophysikers bekommen, habe ich hier ein Beispiel. Und wir fangen mal an, wenn jemand mal mitraten möchte, wie dies schon ist. Lassen Sie die anderen mal raten, das ist ganz witzig, wenn man das erste Mal macht. Was könnte das denn für ein Objekt sein? Es ist groß, es ist blau. Einfach mal reinbringen. Okay, ich sehe eh nichts, es ist dunkel. Nein. Das ist riesig und es ist einfach bei den Astronomen blauer Riese. Für die Harry Potter-Fans, ja, alle Harry Potter-Fans stammen aus Astronomen, das ist ein blauer Riese, ein riesiger Stern. Der ist sehr heiß. Also, das ist genau das, was wir unserem Waschbecken. Ja, also, wenn Sie beim Waschbecken rot aufdrehen, dann haben Sie einen kalten Stern. Jetzt beim Waschbecken blau aufdrehen, ist sehr heiß. Genau umgekehrt. Wir können das hier nochmal zeigen. Mit dem Objekt hier neben dran. Es ist immer noch sehr groß, aber es ist nicht mehr blau, sondern es ist rot. Wir nennen es einen roten Riesen. Also wir sehen Astronomen jetzt nicht unbedingt viel Einfallsreichtum, wenn sie die Namenvergabe da treiben, aber das ist eben ein roter Riese. Was Sie dann hier haben, das ist unsere Sonne. Im Vergleich zu diesen anderen Sternen gesehen. Unsere Sonne ist 300.000 Mal größer als die Erde. Also unsere Erde passt da grob ganz oft in die Sonne rein. Jetzt vergleichen Sie die Sonne. Ja, unsere Erde ist hier gar nicht drauf zu sehen. Vergleichen Sie das mit der Größe dieser Objekte hier. Also unvorstellbar riesig. Aber unsere Sonne ist auch nicht das kleinste Objekt, was wir haben. Es gibt auch noch hier diese kleinen Sachen. Das ist dann ein roter Zwerg. Der ist klein. Ja, also schon haben Sie das Grundvokabular eines Astronomen verstanden. Stern, roter Riese, blauer Riese, roter Zwerg. Tolles Beispiel, Wolf 359, die Star Trek-Fans werden es wissen. Ja? Also der Moment, wenn die Borg den Föderationsraum angreifen. Egal. Okay. So. Jetzt haben wir also erstmal gelernt, okay, Stern ist heiß, Stern ist am Himmel, Stern macht Temperatur, Stern macht Tag, Stern ist groß. So. Jetzt kommen wir zu dem Planeten. Was ist jetzt der Planet? Was ist der Unterschied? Planet ist ein Himmelskörper. Okay, schön. Das ist die Sonne auch. So. Der sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne befindet oder für sogenannte Exoplaneten um eine Umlaufbahn um einen anderen Stern. Das ist gut. Unsere Erde dreht sich um die Sonne. Deswegen ist zum Beispiel der Mond, der sich um die Erde dreht und nicht um die Sonne. Zweiter Punkt.
Der näherungsweise kugelähnliche Gestalt ist, doch für Physiker heißt das Objekt so groß, dass es sich im kühlungsstatischen Gleichgewicht befindet. Für die Kleinphysiker ist es reichlich, dass das Sehen ist kugelähnlich. Okay, und jetzt das Wichtigste an der Sache, drittes Kriterium. Ein Himmelskörper, der die Umlaufbahn von weiteren Objekten geräumt hat. Das heißt also, er teilt sich jetzt nicht mit irgendwelchen Asteroiden oder sonst was. Also der Planet ist ein Einzelgänger. So, und dieses dritte Kriterium ist zum Beispiel der Grund gewesen, warum es 2006 eine Riesendemonstration gab und warum Pluto kein Planet ist. Denn nur ausgewachsene Planeten räumen auch Staubsaugen. Pluto hat das nicht getan, deswegen wird er bestraft, es ist kein Planet. So, das haben wir also gelernt, okay, Planeten drehen sich um die Sterne stehen im Zentrum. Und damit wir nochmal einen Größenvergleich kommen, also hier hoch Sonne. Dann haben wir hier den Merkur, also die Größen sind etwa maßstabsgetreu, die Abstände nicht. Kann man, glaube ich, noch kurz sehen. Da haben also Merkur hier, dann haben wir Venus und dann ist die Erde. Der typische Abstand oder der mittlere Abstand von der Erde zur Sonne ist eine sogenannte astronomische Einheit. Da ist wieder die berühmte astronomische Fantasie beim Nachvergeben, die astronomische Einheit. Eine astronomische Einheit sind 150 Millionen Kilometer. Wenn Sie nach Hause fahren, fahren Sie vielleicht 10 Kilometer, vielleicht 20. Das sind 150 Millionen. Das ist quasi für den Astronomen mehr oder weniger die kleinste Einheit, wenn es um Abstände geht, wenn man so möchte. Man sehen wir die anderen Planeten größtenteils, also unsere Erde ist auch ein ziemlicher Zwerg, verglichen mit Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Das sind hier sogenannte terrestrische oder erdähnliche Planeten. Also das ist alles ein riesengroßer Gesteinsbrocken im Weltall. Das hier sind sogenannte Gasriesen, beziehungsweise hier hinten sind Eisriesen, dass man eben viel Eis auf diesem Planeten findet. Genau. So, jetzt wissen wir also grob, wie sieht ein Sonnensystem aus? Was sind so die Abstände? 150 Millionen Kilometer, ja, also die würden mit einer Rakete von der Erde zur Sonne 3 Jahre brauchen. Also Rakete, 3 Jahre, ja? Mit einem Auto, wenn die ist. 100. 100 Jahre von der Deutschen Bahn reden wir. Also wir brauchen extrem lange, um für diese extrem kleine Einheit, wenn wir das wollten, ich schlage es nicht vor, es ist extrem heiß. Also wenn Sie mit dem Gedanken spielen, zur Sonne zu fliegen, können Sie das gerne tun, aber es wird mit dem Auto 100 Jahre dauern, wenn es sehen würde und mit einer Rakete 3. Also es ist eine längere Reise. Umgekehrt, wenn Sie von der Erde das Sonnensystem verlassen möchten, also irgendwo weit hin, brauchen Sie bis zum Rande, also etwa bis Neptun, Pluto, brauchen Sie etwa 120 Jahre mit der Rakete. Packen Sie was zu Ende ein. Es ist, und mit den Kindern hinten auf dem Rücksitz, ich weiß nicht, ist, glaube ich, ja, ich würde es mir überlegen. So, jetzt haben wir also die Astronomie verstanden. Grob. Jetzt kommen wir zur Musik. Damit wir die gleiche Sprache sprechen. Was ist ein Ton? Ein Ton ist, die Batterien ist ganz nah, ist die Schwingung eines elastischen Körpers. Was ist die Schwingung eines elastischen Körpers? Das ist eine Schwingung. Spätestens jetzt verstehen meine Studenten, warum ich immer auf stehenden Wellen rumreite. Das ist eine Schwingung. Gucken Sie nicht zu lange hin. Zweites, was ist ein Klang? Denn das ist jetzt ganz wichtig. Für den Physiker ist ein Ton wirklich nur die Schwingung eines Körpers. Das klingt, wie wenn Sie zum Ohrenarzt gehen, machen Ihren Hörtest. Dieses eklige Fiepen. Das ist genau eine Schwingung. Für den Musiker ist das nichts. Der Musiker redet eigentlich vom Klang. Ja? Das ist eine Summe von mehreren Tönen. Das heißt also, wenn Sie verschiedene Töne zusammenpacken, erst dann kommt der Ton eines bestimmten Instruments raus. Wenn Sie MP3 hören, oder was macht man heute? Keine Ahnung. iTunes, wie auch immer. Geht man hin und dann hören Sie ein bestimmtes Instrument automatisch. Das ist eine E-Gitarre, das ist eine Geige, das ist ein Sänger vielleicht. Ist das immer schon die Summe aus mehreren Tönen und hat dann einen ganz spezifischen Klang. Der Musiker spricht trotzdem nur von einem Ton. Also man versteht sich trotzdem untereinander, aber es gibt einen Unterschied. Und dann gibt es noch das Geräusch, das kennen wir auch schon, das ist komplett chaotisch, das ist sowas wie Meeresrauschen, das ist auch ganz schön, aber im wirklichen Ton können wir da nicht raushören. Also wir können da keine Melodie verstehen, wir können es nur genießen. Okay, so,
Jetzt habe ich Ihnen ganz viel erzählt. Machen wir doch mal ein kleines Quiz. Jetzt haben wir hier Schwingungen. Ich habe gesagt, es sind Schwingungen eines elastischen Körpers. Jetzt habe ich kurz erklärt, was sind diese Schwingungen, also wie wenn ein Pendel hin und her schwingt. Was ist denn ein elastischer Körper? Was kann alles Töne erzeugen? Einfach mal in den Raum. Vielleicht mag unser Astroknopf zuerst was sind. Nein? Okay. Irgendwas? Kalk. Ja, okay. Salz. Ja. Holz. Ja, vielleicht ein bisschen, genau. Genau, was? Holz. Ja, zum Beispiel, was kann schwingen? Es ist, Holz kann auch schwingen, ja, aber zum Beispiel, ich mache es. Ja, sehr schön, genau, eine Seite kann schwingen. Was kann noch schwingen? Membran. Ja, eine Membran kann schwingen, genau. Jetzt haben wir schon einiges zusammen. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir es. Also wir haben Seiten, dann haben wir dann Geige, Gitarre, Klavier, Stäbe, nicht vergessen, Xylophon, Glockenspiel, Membrane, haben wir die Trommel oder die Sinfonie mit dem Pauchschlag, wenn jemand musikaffin ist, Luftröhren, Flöten, Orgelpfeifen, alles dabei. Und genau diese Sachen untersuchen wir jetzt. Wir gehen da nicht ins Detail, was so Instrumentenbau angeht, nur dass ich Bescheid wissen, okay, das macht alles Schwingung und das sorgt alles dafür, dass ich dann am Ende Musik genießen kann. Wenn Sie im Kino sitzen und wieder der neuesten Komposition von Hans Zimmer lauschen dürfen, dann ist genau das passiert. Dann hat ein Instrument Schwingung erzeugt und Sie können sich dann daran erfreuen. Okay, oder wie die Kirche da draußen gerade. Wer passt? So, jetzt brauchen wir ein bisschen pythagoreisches Tonsystem. Klingt schwieriger als es ist, aber es ist schon mal eine super Verbindung zur Mathematik. Pythagoras, der hat quasi alles in der Mathematik gemacht. Wenn man so möchte, ist das das Pythagoras und so. Also der hat überall mitgemischt und der hat auch in der Musiktheorie mitgemischt. Also wenn Sie irgendwann mal mit Musiktheorie jemandem irgendwo was angeben wollen und sagen, hey, das war Pythagoras, dann haben Sie meistens recht. So. Was hat er gemacht? Er hat was ganz Einfaches getan. Er hat Experimentalphysiker gespielt und hat gesagt, hey, ich nehme einfach mal so einen Holzblock, der kann ja auch Musik machen, und ich spanne eine Saite drüber. Und er hat diese Saite untersucht, was, wie ändert sich die Tonhöhe? Zum Beispiel. Um es zu zeigen, ich habe jetzt leider nicht so einen tollen Holzblock, den wir Monochord nennen. Monochord, also nur eine Saite gespannt. Ich habe nur eine Geige, aber es wird auch gehen. Und dann kommt dann ein Ton raus. Dann hat er jetzt untersucht, wie die Saitenlänge die Tonhöhe beeinflusst. Für die begeisterten Musiker. Macht viel Spaß, den Zuhörer weniger. Aber was er herausgefunden hat, ist also an dieser Stelle, die Saite wird kürzer und der Ton wird höher. Ja, das war das erste wichtige Ding, was er herausgefunden hat, Tonhöhe. Proportional zu 1 durch Seitenlänge. So schreibt es der Mathematiker dann grob auf. Ja? Also da gibt es dann irgendwelche Vorfaktoren, die ignorieren wir hier. Also Tonhöhe, 1 durch Seitenlänge, heißt, wenn die Seitenlänge sehr groß ist, dann teile ich irgendwas Kleines durch irgendwas ganz Großes und damit ist die Tonhöhe eben sehr klein. Also tiefer Ton, lange Seite. Jetzt hat er natürlich gesagt, hey, ich kann das auch mit mehreren Seiten gleichzeitig machen. Wohlklang war das nächste Thema. Wann klingt denn etwas so, dass mir nicht anfangen, die Ohren zu bluten, wenn ich zuhöre? Das war auch ganz wichtig, denn wenn man Musik machen will, in der Regel, also das obliegt dann dem Zuhörer meistens, aber wann ist eine Kombination aus verschiedenen Tönen so, dass ich es als angenehm empfinde? So, bei der Geige kann man natürlich schon streichen. Kann man mitreden? Okay, der Sache hier geht auch hoch. Jetzt können wir mal umschauen. Also Sie sehen, es gibt bestimmte Seitenverhältnisse. Da laufen wir nicht gleich weg. Und dann gibt es Seitenverhältnisse, wo man sagt, mach die Tür zu. Und damit kommen wir zur Definition, was ist ein musikalisches Intervall? Und insgesamt ein Intervall an der Stelle. Es ist das Verhältnis zweier Töne bezüglich ihrer Tonhöhe. Das ist genau das, was wir gerade gehört haben. Der eine Ton hat eine bestimmte Tonhöhe, der andere Ton hat eine bestimmte Tonhöhe. Und wenn Sie ein bestimmtes Verhältnis haben, dann klingt es gut.
So, und jetzt hat er natürlich dann das Ganze noch weiter getrieben. Das war erstmal der erste Teil. Was er rausgekriegt hat, ist also, wir haben einen besonderen Wohlklang, wenn die Saiten in einfachem Längenverhältnis stehen. Einfach ist gut. Ja? Lang ist 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 4 und 4 zu 5. Doch, das kann man sich ganz gut merken. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn also unsere Saiten in so einem Verhältnis stehen, dann klingt es gut. Meistens. So. Gucken wir uns das an. Jetzt habe ich Sie mit Zahnverhältnissen bombardiert, das ist ein Grab, das wollen wir ja nicht. Das ist eine Klaviatur. Die, die das noch nicht gesehen haben, wir haben schwarze Tasten, wir haben weiße Tasten. Und als erstes ignorieren wir mal die schwarzen. Wir ignorieren die da oben, die kommen später dazu. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf die weißen hier. So, und jetzt schauen wir mal. 1 zu 2. So. Das ist das Verhältnis 1 zu 2. Also wir haben hier, wenn man jetzt noch mal guckt, die schwarze betrachten, das ist hier ein Ton, der ist unterhalb dieser Zwillinge. Und hier ist wieder der gleiche Ton, wieder ein Ton unterhalb der Zwillinge. 1 zu 2, wir zählen mal nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Musiker weiß es, 8 Oktave. Also unser Seitenverhältnis 1 zu 2 ist eine Oktave. Wir können das Ganze noch weiter betreiben. Das sind 5 Töne. 5. Bitte. 2 zu 3. Sind wir? Sehr gut, genau. Warte. 3 zu 4. So einfach kann Musiktheorie sein. Einmal noch. Ja, genau. Die Terz. 4 zu 5. Das ist so schön. Also wir haben 1 zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 und dann kriegen wir David, Winkel, Quarter, Terz. Das sind natürlich noch nicht alle Intervalle, da machen wir gleich noch ein bisschen weiter. So fängt es an. Können Sie zu Hause, falls Sie Klavier haben, genauso ausprobieren. Nächster Punkt, was wir jetzt noch nicht rausgekommen haben, wir hatten ja jetzt nur die Terz gehabt und das waren schon 3 Töne, aber wir haben es noch nicht geschafft, zu unserem Nachbarton zu kommen. Also von dem hier zu dem da, geschweige denn zu dem hier, haben wir es noch nicht geschafft. Jetzt spielen wir ein bisschen intelligent. Das Erste, was wir machen, ist, wir sagen, okay, wir wählen unseren Startton. Und das ist wieder der unterhalb der Zwillinge. Und wir sagen, der hat eine bestimmte Tonhöhe und die setzen wir 1, weil wir es können. Dann sagen wir gehen jetzt eine Quinte, aufwärts Quinte von 5. 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Und wir wissen, die Tonhöhe, der obere Ton muss 2 zu 3, ne, muss höher sein, also anderthalb mal höher als der Grundton. Ja, so, und was wir jetzt machen, auf den nächsten Schritt ist, jetzt sind wir hier oben, und jetzt gehen wir, genau, jetzt gehen wir einen Schritt zurück, wieder, jetzt gehen wir die Quarte rückwärts. So, also wir müssen uns mit dem, was wir jetzt gelernt haben, wir gehen 5 Schritte hoch, ja, zur Quinte und dann gehen wir 4 Schritte zurück zur Quarte und dann landen wir genau beim Nachbarn um Ton 1. So. Ganz einfach das bisschen. Wer es nicht ausrechnen will, ist völlig in Ordnung. Wir wissen also, die Höhe 2, also das hier Ton 2, ist einfach höher als der Ton 1. Und wir wissen, dass wenn wir die Quarte rückwärts sehen, dass der Ton 3 nur 3 Viertel so hoch ist wie der Ton 2. Und dann können wir das Ganze einsetzen und dann können wir uns freuen. Denn der Unterschied zwischen einer Quarte und einer Quinte ist dann 9 Achtel. Das heißt also, die Sekunde, so wie wir das nennen, die Sekunde, also ein Schritt zum nächsten Ton, hat das Verhältnis 9 zu 8. Das wollen Sie auf der Geige nicht hören. Das kann ganz schön sein im Zusammenhang, aber alleine klingt es jetzt weniger. So, aber damit haben wir jetzt grob die Grundlagen, um erstmal so ein Klavier aufzubauen. Wir können also sagen, hey, wenn ich jetzt weiß, das ist der Abstand zu meinem nächsten Ton, das sind diese 9 Achtel, dann kann ich da ja einfach mal so die Tasten hochlaufen, kann ausrechnen, wie hoch jeder einzelne Ton sein müsste. So, dabei sagt der Musiker, prima, wenn ich zweimal den gleichen Ton drücke, das ist das Intervall, das heißt, es ist prima. Sekunde haben wir gerade festgestellt, 9 Achtel. Der Unterschied ist nicht vorhanden. So, jetzt aber. Fangen wir an, wir gehen zur Terz.
So, und stellen Sie sich vor, Sie sind also zu diesem Ton gelaufen, der ist 9 Achtel im Unterschied zu dem hier. Und jetzt gehen wir zum zweiten, laufen wir nochmal 9 Achtel. So, wenn wir das Ganze ausrechnen, dann haben wir 9 Achtel mal 9 Achtel, das ist 1,266 und so weiter. Wenn wir jetzt aber ausrechnen, dass die Terz, also uns darauf besinnen, dass das ja 4 Fünftel oder 5 Viertel, je nachdem, waren, also ich kann das so umschlagen, wie ich möchte, dann stelle ich fest, dass es einen Unterschied in der Tonhöhe gibt. Dieser Unterschied sind 81 Achtzigstel. Und wenn Sie sich jetzt fragen, hey, was soll's, 81 Achtzigstel sind 1, Ihr Gehör kann das hören. Es klingt unheimlich furchtbar, wenn Sie das auf Ihrem Instrument hören oder wenn ein Nachbar auf der Geige übt und genau sowas macht. Wenn Musiker anwesend sein sollten, das ist das, was die im Grundstudium irgendwann mal hatten als syntonisches Komma und die sich gefragt haben, warum? Warum mache ich das? Das Ganze machen Sie dann noch weiter bis zur Oktave. Wir laufen dann, denn der Nachbar hier nicht, weil hier kein schwarzer Ton dazwischen ist, wir müssen auf den Schwarz und dann auf den Schwarzen springen und wieder auf den und dann landen Sie wieder hier unten. Das heißt, Sie machen 6-mal diesen 9-8-Schritt und 6-mal oder 6, 9-8 hoch 6 ist 2,027. Und da ist der Unterschied dann zur Oktave. Also da hatten wir gesagt, der ist 2. Da kriegen wir 74, 73. Das ist genau so ein Ding wie hier. Ist aber sogar noch ein größeres Problem. Und da kriegen Sie wirklich Ohrensausen dann, wenn Sie das nicht richtig machen. Was Sie also feststellen an der Stelle ist, unsere Töne mit unseren 9 Achten sind zu hoch. Es ist zu schwierig. Und an dieser Stelle entstand quasi Europas erstes gemeinschaftliches Wissenschaftsprojekt. Damals zur Zeit der Griechen. Unsere griechischen Freunde haben die Oktave erfunden und haben festgestellt, hey, wir können sie nicht rational einteilen. Also rational, rationale Zahlen. 1 zu 2, 2 zu 3, was wir gerade hatten. Es funktioniert nicht. Es ist doof. Weil nämlich genau das passiert. Wir kommen in die Wolfsquinten rein. Rein theoretisch können wir das auch hören. Oder auch nicht. Wir kriegen das hin. War ein bisschen leiser, aber ich glaube, man hat es verstanden. Es klingt ganz furchtbar. Wolfsquinten ist es das, wenn Sie Johann Sebastian Bach hören und andere Zeitgenossen seiner Zeit und Sie dann versuchen, in Bis-Dur was zu komponieren. Das hat zu dem Zeitpunkt keiner getan, weil es genauso klang. Ganz furchtbar, man ist über C-Dur, ganz schön, alles ohne Vorzeichen. Keine schwarzen Tasten. Und dann kam irgendwann jemand auf die geniale Idee, wir machen was Komplizierteres, da komme ich gleich zu. Und dann hat Bach dann sein tolles, wohltemperiertes Klavier geschrieben und konnte dann plötzlich in allen Tonarten, die wir so kennen, komponieren. Aber Ursprungsproblem war genau das. Wir können die Oktave nicht so einteilen, wie wir das wollen. Was wir zuerst gebraucht haben, war ein mathematischer Fortschritt. Das klingt jetzt nicht so einleuchtend, ist es aber. Das heißt also, die Musiker unter Ihnen, ja, ich weiß, es ist manchmal schwierig, aber man braucht den Wissenschaftler, um sein eigenes Instrument besser zu beherrschen. Was brauchten wir? Logarithmen. Ich gehe nicht ins Detail, keine Panik. Aber man musste erst die Logarithmen erfinden, damit man die Oktave so schön einteilen kann, wie wir sie heute kennen und dass wir gemeinsam miteinander spielen können in allen Tonarten, wie wir sie wollen. So, Logarithmen. Was ist dann passiert? Also Logarithmen. Den kennen die Österreicher. Das ist Johannes Kepler. Der kam nämlich mit als einer der ersten auf die Idee, hey, Logarithmen ist gut für die Musik. Er hat offenbar auch ein Instrument gespielt. Heißt also, unsere griechischen Freunde haben das Problem identifiziert und unser deutsch-österreichischer Freund hat gesagt, hey, das kann ich benutzen. So, und er war zufälligerweise ein Astronom. So, was ist dann passiert? Dann sind wir zu unseren Schweizern und zu unseren Schotten. Freunden gegangen und haben gesagt, hey, berechnet doch mal die Logarithmen, damit ich das Ganze in meine Musiksachen umsetzen kann. So, also hier kann man dann sagen, wer hat es? Schweizer. Und für unsere schottischen Freunde John Napier. Oh, natürlich. Okay. So, was wir sehen, europäische Zusammenarbeit, um schöne Musik zu machen. Finde ich ganz toll. Jetzt haben wir also die Musiktheorie grob begriffen. Man braucht viel Mathematik. Ich gehe nicht ins Detail, wie ich gesprochen habe, weil es Freitagabend ist. Falls Sie Interesse haben, mache ich das gerne hinterher. Aber wir brauchen eine kompliziertere Einteilung der Oktave, um jetzt schön Musik machen zu können. So, jetzt habe ich Ihnen viel über Astronomie und Musik erzählt. Jetzt
basteln wir uns das Ganze zusammen und schauen mal, was bei rauskommt. Frühe Theorien der astronomischen Harmonie. Wir erinnern uns, wir hatten das geozentrische Weltbild. Erde steht im Zentrum, ja, Geografie. Und da gehen wir wieder zurück zu unseren Griechen. Also die hatten auch ein geozentrisches Weltbild. Und da fangen wir an mit Platon. Ein anderer der berühmten Griechen, also entweder das ist Pythagoras oder das ist Platon. Sokrates ist auch noch ganz beliebt. Aber was ist jetzt passiert? Platon hat gesagt, hey, wir nehmen jetzt die Planeten. So. Und dann hat er erklärt, wie der Schöpfer in der griechischen Mythologie die Welt geschaffen hat. Und da können sich die Christen jetzt mal eine Scheibe abschneiden und alle anderen Religionen auch, denn selbst die alten Griechen haben höhere Mathematik in ihre Schöpfungsgeschichte betrieben. Er hat erklärt, der Schöpfer hat das Sein geschaffen und dann hat er das Nichtsein geschaffen und dann hat er das Ganze halbiert und gedrittelt und geviertelt und er hat komplizierte Sachen gemacht, um dann die Materie, so wie wir sie kennen, zu formen. Dann hat er gesagt, hey, unsere Planeten, die folgen jetzt genau diesem Gesetz, denn also was der Schöpfer gemacht hat, er hat die Quadratzahlen und die Kubikzahlen erfunden. Das ist das Erste, was er getan hat. Okay, man muss seine Prioritäten setzen. Also das Erste, was ich mache, sind nicht Planeten, Licht, irgendwas, sondern ich schaffe Quadratzahlen und Kubikzahlen. Sympathischer Mensch. Und dann hat er gesagt, okay, alle unsere Planeten folgen jetzt genau diesen Zahlenfolgen. Also gesagt, die Erde ist im Zentrum, dann ist der Mond, gehört dazu, ist ein Planet an der Stelle, der hat den Abstand 1, dann die erste, dann haben wir die 2, das ist dann die Sonne, und die 3 haben wir die Venus, dann ist 2 mal 2 ist 4, dann haben wir den Mond, dann haben wir 2 mal 2 mal 2 ist 8, haben wir Mars, 3 mal 3 ist 9, haben wir Jupiter, und 3 mal 3 mal 3 ist 27, haben wir Saturn. Lustigerweise hat er keine Einheiten dran geschrieben. Er hat nur gesagt, das sind die Abstände. Na, okay, es läuft. In was auch immer für einem Raum das sein soll. 2:1 haben wir kennengelernt als Oktave. 3:2 ist die Quinte. Sie merken was. Quarte. 8:4 ist die Oktave. Und 9:8 ist eine Sekunde. Und 27:9, okay, da muss man ein bisschen denken, das ist die Oktave plus eine Quinte. Das ist schön. So sieht es aus, wenn man es aufschreibt, von einem beliebigen Ton aus, und so klingt es. Könnte schlimmer sein. Klingt ein bisschen ungewohnt, aber das war so der erste Anfang. Schade, dass er keine Einheiten dran geschrieben hat, was es für Abstände sein sollen. Also Kilometer sind es nicht. So, dann gehen wir vom Plato mal zu jemand anders, und das ist dann die Planetentonleiter von Nikomachos. Und hier ist die Geschichte, wie immer, eine griechische Leier, auch eine Lyra genannt, hat 7 Seiten und wir haben 7 bekannte Planeten. Das kann natürlich kein Zufall sein, überhaupt nicht. Da muss es eine Verbindung geben. Kennen Sie ja, ne? Also so Verschwörungstheorien, als warum hat mein Instrument gerade 7 Seiten, weil da die 7 Planeten draußen sind. Das war die Idee. So sieht eine Lyra aus. Hat also hier genau die 7 Seiten gespannt. Sie halten es quasi so und dann haben Sie den höchsten Ton am dichtesten an sich dran und den tiefsten am weitesten weg. Moderne Instrumente, so. Und was hat man jetzt gesagt? Okay, also wir haben den höchsten Ton, das ist der Mond, das ist also die Seite hier, und hat dann jedem einzelnen Planeten einen Ton zugewiesen. So, das war so dann die Stimmung dieses Instrumentes, und wenn Sie das aufschreiben, sieht das wunderbar aus. Also für die, die des Bassschlüssels nicht mächtig sind, also das ist ein Bassschlüssel, dann geht es einfach nach oben. Und für die, die sich jetzt wundern, warum steht hier so ein Vorzeichen davor, das muss so. Für die Musikfreunde, das sind 2 Tetrakorde von E nach A und von A nach D. Sprich, ist hypophrygischer Modus auf finales A. Wenn Sie das nicht brauchen, nehmen Sie einfach hin, dass da so ein Vorzeichen steht. So. Aber für die Musiktheoretiker ergibt das jetzt plötzlich Sinn. Okay. So. Das waren unsere griechischen Freunde. Ganz witzig. Hilft uns aber wissenschaftlich noch nicht so viel weiter. Jetzt gehen wir zu Kepler. So, wir erinnern uns, Kepler hatte mit dem heliozentrischen Weltbild zu tun, haben also die Sonne im Zentrum und die Erde hier hinter Merkur und Venus. So, was hat Kepler sich jetzt gedacht? Er hat quasi sein ganzes Leben mit seiner harmonischen Planetentheorie zugebracht. Also er hat 20 Jahre daran geforscht, das ist unheimlich, und hat gesagt, hey, unsere Erde bewegt sich durch den Äther.
Damals kannte man das Prinzip des Vakuums noch nicht. Das war Äther. Die Erde bewegt sich dadurch. Und wie bei Fahrtwind muss ein Ton entstehen. So, man hat gesagt, okay, wenn sich der Planet schneller bewegt, dann sind das wie, wir haben eine kürzere Seite, wir haben also eine höhere Tonhöhe. Und wenn der Planet langsamer ist, dann sind die Töne tiefer. Nun, das Ganze hat er sich natürlich nicht so einfach gemacht. Ich habe gesagt, er hat 20 Jahre lang dran geforscht, der arme Kerl. Was er benutzt hat, ist das Polyeder-Theorie. Das klingt jetzt wieder nach so einem extrem langen Wort. Für die, die mit dem noch nicht so viel anfangen können, denken sie vielleicht an Meister-Eder, Pumuckl, Poly-Eder. Mathematik. Ich weiß. Ich schon sehr. Umlaufbahn des Saturn, stellen Sie sich einfach mal vor. Der bewegt sich auf so einem Kreis. Eigentlich in dieser Weltanschauung ist eine Kugel. Also der Saturn macht da irgendwie was auf dieser Kugel. Jetzt füllen Sie diese Kugel aus mit einem Würfel. Das ist ein sogenannter Polyeder. Ja, also ist ein Körper, den Sie mit einer bestimmten geometrischen Form bauen können. Zum Beispiel eine dreiseitige Pyramide ist auch ein Polyeder. So, jetzt sagen wir, okay, dieser Würfel muss genau hier in die Umlaufbahn, also in diese Sphäre reinpassen. Und dann können Sie hier wieder eine andere Kugel reinsetzen und das wäre dann die Umlaufbahn vom Jupiter. Und damit kriegen Sie dann genau den Abstand dieser Planeten raus. Und das Ganze wird unheimlich kompliziert und sehr esoterisch, meiner Meinung nach, denn Sie bekommen dann irgendwann dieses Bildchen hier raus und wenn Sie das dann sehen, dann haben Sie dann Ikusa-Eder, Dodeka-Eder. Es ist kompliziert. Und es ist wenig nachvollziehbar. Was er getan hat, okay. Er hat dann gesagt, indem er das ganze Ding hier 20 Jahre lang untersucht hat, wir kriegen diese Geschwindigkeiten für unsere Planeten raus. Sie machen wie hier was Hexereimäßiges und dann kriegt er diese Zahlen raus und dann kriegt er diese Töne raus. Also diese Zahlenverhältnisse, wenn Sie also haben, Jupiter hat Schnelligkeit 4, wieder mal wunderbar, keine Einheiten dran, 4 zu 3, also der Jupiter ist im Intervall zu Saturn, eine 4 zu 3 Quarte und das Ganze können wir mit den anderen dann auch. Jetzt lernen wir hier noch ein paar andere Intervalle kennen, also die große Terz und die kleine Terz, aber alles steht in so einem Intervall wie in unserer Musiktheorie. Kann man mitleben? Nicht ideal, aber schön. So, jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich habe jetzt schon x-mal gesagt, er hat daran 20 Jahre geforscht und er war kurz davor, dieses Buch einzureichen bei seinem Verleger. Und 3 Tage vorher hält ihm auf, es ist alles Müll. Das Leben kann furchtbar sein, aber es war zu unserem Besten. Also ich kann mir nicht vorstellen, was er in diesem Moment durchlitten hat, aber ihm fiel plötzlich auf, es gibt sowas wie, was wir heutzutage die Keplerschen Gesetze nennen. Also 3 Tage bevor er das Buch abgeben wollte. Also das ist, vielleicht mag das ein Student im Master-Dings auch so fühlen, mit 3 Tagen, ich muss alles nochmal ändern. Aber was er festgestellt hat, hey, wir lassen mal die Harmonietheorie mit den Polyedern zur Seite, das ist irgendwie doof. Ah, wir haben was, was wir hier beobachten können. Und dann hat er das, was wir heute das dritte Keplersche Gesetz haben, da komme ich gleich zu, hat er dann gefunden und plötzlich hat alles einen Sinn ergeben. Ist faszinierend. So, aber damit wir jetzt erstmal wissen, wovon ich eigentlich rede, Keplersche Gesetze. Die Umlaufbahn eines Planeten ist eine Ellipse, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Wir haben eine Sonne. Wir haben einen Planeten und bewegt sich darum. Das ist das erste Keplersche Gesetz. Da kann man natürlich noch ein bisschen Mathematik drum umschreiben. Ne? Also wie sieht es auch mit so einer Ellipse? Lassen wir alles weg, brauchen wir nicht. Wir wissen, der Planet bewegt sich auf einer Ellipse. Und da brauchen wir wieder ein bisschen Vokabular. Haben also hier das große Ding, nennen wir große Achse. Und das kleine, nennen wir kleine Achse. Das ist ganz gut. So. Dann gibt es das zweite Keplersche Gesetz. Das nennen wir den Flächensatz. Und das heißt, eine Linie vom Planeten zur Sonne, überschreitet in gleichen Zeiten und gleichen Flächen. Klingt wieder kryptisch. Das heißt aber, dass diese Fläche hier die gleiche Fläche ist wie hier. So, was berechnet das jetzt? Ich sehe in leere Gesichter, das ist in Ordnung. Das heißt, ein Planet ist schneller, wenn er dichter am Stern dran ist. Ja, also wir überschreiten hier, wenn wir dicht an der Sonne dran sind, sind wir viel, viel schneller unterwegs, als wenn wir ganz weit weg sind. So,
Das ist schön, dass wir das jetzt wissen. Und jetzt, damit es noch ganz kompliziert wird, kommen wir jetzt also zu diesem bahnbrechenden Gesetz, was Ihnen 3 Tage vorher eingefallen ist, was wir auch heute das harmonische Gesetz nennen. Es ist weniger gebräuchlich, aber so steht es in manchen Büchern drin. Die Quadrate der Umlaufzeiten zwei Planeten teilen sich wie die Kuben der großen Halbachsen in verschiedensten Bahnen. Wunderbar, oder? Ja, kein Mensch versteht was, ist in Ordnung. So schreibt der Mathematiker auf. T1 zu T2, das sind die Umlaufzeiten zum Quadrat des A1 zu A2 hoch und 3. Super, danke. Warum erzählen Sie uns das? Wir verstehen gar nichts, das ist okay. Was uns das sagt, ist, wir wissen, wie lange ein Planet um die Sonne braucht. Wir können berechnen, wie weit weg er ist. Ja, wir wissen, wie weit die Erde weg ist. Wir wissen, wie lange die Erde um die Sonne braucht. Ja, ein Jahr braucht die Erde. Die Erde ist 150 Millionen Kilometer entfernt. Wir können messen, wir können das beobachten, weil eigentlich mit einfach so einem Teleskop gucken, wann ist der Planet einmal um die Sonne rum. Dann wissen wir genau die Zeit, die er braucht, und dann können wir genau ausrechnen, wie weit weg er ist. Genau das sagt es. So, das war jetzt ein bisschen kryptisch, aber Sie werden gleich verstehen, warum das Gesetz so wichtig ist. So, was war jetzt die Idee? Also nachdem er festgestellt hat, hey, cool, ich habe jetzt 3 Keplersche Gesetze, also er hat es vermutlich anders genannt, aber egal. Jetzt können wir doch nach Harmonien suchen im Sonnensystem. So, also wie das der Platon gemacht hat. So, wir listen einfach mal das mit echten Beobachtungen jetzt. Nicht so, wir sagen, die Erde ist bei 1 und der Mond ist bei 5 und kriegen dann irgendwelche tollen Verhältnisse raus. Nein, wir machen das jetzt richtig, wir machen das wissenschaftlich und wir gucken als erstes bei Planetenabständen von der Sonne. So, was machen wir? Wir gehen also zu unserem ersten Keplerschen Gesetz. Wir erinnern uns, rot war die große Achse, blau war die kleine Achse. Und hier ist ein Planet. So, schwieriges Wort. Der dichteste Punkt ist der kleinste Abstand zum Stern. Das nehmen wir Perihel. Und der größte Abstand, das nehmen wir Aphel an dieser Stelle. Und jetzt können wir das Ganze mit 2 Planeten machen. Sagen also hier, Saturn ist jetzt hier beim kürzesten Abstand. Das ist dann das Perihel auf dieser Seite. Und wenn wir hier auf dieser Seite sind, dann ist es der größte Abstand, dann ist unser Aphel. Also hier wäre der äußere Planet im dichtesten Sonnenpunkt und der innere am entferntesten. Und das Ganze kann man natürlich auch andersrum betrachten. Dann ist der innere Planet am dichtesten dran und der äußerste auch am weitesten weg. Und diese Abstände kann man messen. So, wenn wir das messen, dann kriegen wir bestimmte Zahlenverhältnisse raus. In diesem Beispiel unser Sonnensystem, wir nehmen Jupiter und Saturn. Also Jupiter ist am dichtesten dran und Saturn ist am weitesten weg. Und dann kriegen wir die Abstandsverhältnisse von 1 zu 2. Das können wir messen. Das ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht, das kann man nachmessen. Das sind natürlich gerundete Werte, ja, aber grob ist es 1 zu 2. 1 zu 2 haben wir kennengelernt als Oktave. Das ist schön. Wenn wir jetzt das umdrehen, also Saturn ist jetzt am dichtesten an der Sonne dran und Jupiter ist am weitesten weg, dann kriegen wir das Zahlenverhältnis 3 zu 5. Und 3 zu 5 ist eine große Sechste. Das ist auch ein Intervall, was wir noch nicht kennengelernt haben. Aber jetzt kennen wir es. Also für den blauen Fall, hier, Jupiter ist hier, Saturn ist da. Und dann drehen wir das Ganze um zum gelben Fall. Dann ist Saturn jetzt hier und Jupiter jetzt da. Und das Ganze können wir mit dem gesamten Planeten in unserem Sonnensystem weiter so durchführen. Und kriegen wir das. So. Sehen wir hier, sieht alles ganz toll aus. Das Schöne war, ist, das in Weiß hat Kepler selber auch geschrieben. So, das in Blau stammt von mir. Wenn man es jetzt aufschreibt, macht, hey, das ist alles Zufall. Klar, kann Zufall sein. Problem ist, bei so einer großen Menge an Daten würden wir sagen, 3 ist Zufall. Alles, was über 3 ist, da ist Methode dahinter vielleicht. Aber wir kriegen raus, okay, hey, eigentlich bei fast allen kriegen wir Intervalle raus. Wobei man sagt, okay, hier diese Quarten und Quinten, die klingen extrem bestimmt. Also das ist nicht schön. Warum man den Tritonus nicht aufgeschrieben hat, ich kann nur vermuten, ist Teufelsintervall bei Christen und so weiter, macht man nicht, lässt man weg. Aber es ist auch schön, Erde und Venus natürlich. Klar. So, wir sehen aber, also Planetenabstände allein, da scheint vielleicht irgendwas in der Himmelsmechanik so zu funktionieren, dass wir mit einfachen Zahlenverhältnissen tolle Sachen machen können. Können wir jetzt natürlich nicht. Das sind jetzt nur im übertragenen Sinne. Und dann
Kommen wir jetzt nochmal zu einer anderen Sache. Dann, das war das, wofür er berühmt geworden ist, was aber eigentlich mit Musik relativ wenig zu tun hatte. Er hat gesagt, okay, wir gucken uns die Geschwindigkeiten der Planeten an. Also wie schnell rasen die um die Sonne rum? Und hat dann gesagt, ja, wir erinnern uns, Flächensatz, wenn ein Planet dicht dran ist, dann ist er schneller. Und wenn ein Planet schneller ist, hat er einen höheren Ton. Wenn ein Planet langsamer ist, hat er einen tieferen Ton. Und dann hat er das alles aufgeschrieben für die Planeten. Also er hat gesagt, zu irgendeinem Zeitpunkt während dieses Jahres, wo der Planet um die Sonne sich bewegt, wird er einmal durch diese Noten gedriftet sein. So, das hat er eben für die verschiedenen Planeten gemacht. Und dann hat er das Ganze natürlich, um noch ein bisschen Musiktheorie ranzupacken, Kirchentonarten dran geschrieben. Ich erkläre gleich, was es ist, kein Plan. Römisch, lydisch, dorisch, exolydisch, klingt alles kryptisch. Ist okay. Jetzt müssen Sie sich aber Gedanken machen, okay, das hier ist unsere Erde. Guck mal, was jetzt Phrygisch genannt. Warum reite ich jetzt so auf diesen Phrygisch rum? Phrygisch ist eine Kirchentonart, die hauptsächlich klingt, wie wenn sie depressiv verstimmt sind. Miserabel fühlen, es ist alles furchtbar, bla. Und dann stellt Kepler fest, natürlich, das ergibt so viel Sinn, weil das Leben auf der Erde ja auch ganz furchtbar ist. Also es hat Schumann zu dieser Zeit reingepasst in dieses kirchliche Weltbild, so ja, wir warten aufs Jenseits. Und damit passt diese Kirchentonart komplett in sein Weltbild rein. So, und jetzt habe ich Ihnen gesagt, okay, Phrygisch, damit Sie noch ein bisschen was an Musiktheorie gelernt haben. C-Dur. Wir gucken uns jetzt die Klaviatur wieder an. Und das hier ist ein Zwilling, jetzt nennen wir es, das ist ein C. Und hier oben ist nochmal ein C. Und wenn Sie das aufschreiben, sieht das Ganze so aus. Und dann stellen Sie fest, Sie haben hier also einen, das nennen wir einen Halbtonschritt, weil hier keine scharfe Taste dazwischen ist. Also hier zwischen 3 und 4. Und dann zwischen 7 und 8 haben Sie nochmal einen Halbtonschritt. Das ist das, was wir eine typische Dur-Tonleiter nennen. Der Halbtonschritt muss genau an diesen Stellen in der Tonleiter kommen, sonst klingt es komisch. Und was meine ich jetzt mit klingt es komisch? Jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie verschieben das Ganze. Wir starten jetzt bei E, das ist dieser Ton hier, also bei dem oberen Ton der Zwillinge. Und dann schreiben genau das Gleiche wieder auf, stellen aber fest, jetzt ist der Halbton zwischen 1 und 2 und 5 und 6. Und schon haben Sie Phrygisch. Das ist die Phrygische Tonart. Mehr brauchen Sie dazu jetzt nicht wissen. Wie? So, und was sind jetzt aber so typische Lieder? Okay, ja, okay, es ist schwierig. Es gibt aber, ich habe mir sagen lassen, auch Rockmusiker, die in Phrygisch komponieren, finde ich auch sehr faszinierend. Aber vielleicht was für die Christen unter Ihnen. Also wenn Sie an Passionszeit denken, dann sind Sie in der Regel richtig. Kann man so. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Also Phrygisch geht. Jetzt noch Anekdote. Umlaufzeit. Hat Kepler gesagt, ach, da findet man eh nichts. Umlaufzeit, da ist keine Harmonie. Witzig, das ist genau da, wo wir heute die Harmonien finden. Zum Beispiel hier, das sind die galileischen Monde vom Jupiter. Die rasen hier rum und sind in Resonanzen 1 zu 1, 2 zu 1, 4 zu 1. Das heißt also, wenn der Mond Io viermal hier rumrennt, ist der Mond Ganymed erst einmal rumgewandt. Und das Ganze können Sie dann natürlich noch viel genauer betrachten. Heißt also, hey, okay, und meine Planeten machen genau das. So, dann gibt es natürlich wieder Astronomen und Astrophysiker, die zu viel Zeit haben. Ich war es diesmal nicht. Und die machen dann natürlich, wenn sie wissen, hey, cool, da gibt es Planeten, die um andere Sterne kreisen. Wie klingt das? Und das haben genau diese Leute von diesem Video gemacht mit dem Planeten um den Stern TRAPPIST 1. Der war vor ein paar Jahren genau in den Nachrichten. Thank you.
es reicht. Also ja, wir haben gesehen, 7 Planeten hat man um ihn gefunden. Es klingt ein bisschen wie ein bestimmtes Barpiano, aber es ist nicht ganz so furchtbar. Also es könnte schlimmer sein. So, also es geht. Und jetzt zum Abschluss gucken wir nochmal so auf unser eigenes Sonnensystem. Jetzt haben wir viel über die Planeten geredet. Hier haben wir den Mars als äußersten roten Punkt. Ja, also das ist der hier. Und das hier ist Jupiter. So, was haben wir zwischen Mars und Jupiter? Da haben wir was ganz Tolles, finde ich zumindest, diese Objekte. Das nennen wir Asteroiden. Das ist also der sogenannte Asteroidengürtel. Und da hatte ich dann in der Tat mal zu viel Zeit und habe festgestellt, hey, cool, wenn man also mal was ein bisschen programmiert, hey, cool, schauen wir uns doch mal den Asteroidengürtel an. Was macht der denn an Musik? Da haben wir viel mehr Objekte, da können wir viel mehr Musik draus machen. Das können 12 Stunden Musik oder mehr. Also was wir rauskriegen, wir gucken uns jetzt mal das Ding an. Und zwar gucken wir uns das von der Seite an. Also wir gucken nicht drauf, sondern genau so. Wir schauen mal, wie diese Asteroiden verteilt sind. Also wie ist dieser Gürtel geschaffen? Und vermutlich würden Sie jetzt zum ersten Mal denken, hey cool, das sind halt nur die Steine im Weltall verteilt. Toll, was bringt mir das? Also hier haben wir Mars, da ist Jupiter, hier wäre die Erde irgendwo und hier werden dann die Asteroiden irgendwie verteilt. Ja, okay, super, toll, Sandkasten. Nee, wenn man die zählt, sieht es so aus. Also dann kriegt man so Spitzen rein. Das ist was ziemlich Witziges. Konnte man schon vor 200 Jahren erklären, was das ist. Also wir konzentrieren uns jetzt mal auf dieses Diagramm. Also heißt hier, das ist der Abstand. Das ist also der Abstand von der Sonne. Hier sind wir bei 2 astronomischen Einheiten. Hier sind wir bei 4 astronomischen Einheiten. Jupiter ist bei 5 astronomischen Einheiten. Und hier ist die Anzahl der Asteroiden getragen. So, also gleicher Plot. Jetzt halt nur ohne die Steinsbrocken in der Mitte. Und so sieht das Ganze aus. Wenn Sie das zu Hause nachmachen möchten, die Tabelle können Sie sich öffentlich bei der NASA runterladen und können das Ganze selbst dann basteln, wenn Sie wollen. Aber jetzt kommen wir nochmal dazu. Also wichtiges Keplersches Gesetz, Quadrate der Umlaufzeiten, das war diese tolle Formel hier. Darum geht es jetzt. Wir können jetzt die Zeit ausrechnen und den Abstand, den 2 Objekte zueinander haben. Also, wenn wir wissen, wie lange ein Planet braucht, um sich um den Stern zu bewegen, können wir auch ausrechnen, wie weit weg er ist. So, und das machen wir jetzt in diesem Schritt. Denn wir sehen jetzt auch, Jupiter ist also am äußeren Rand vom Asteroidengürtel. So, und wenn wir uns jetzt hier an dieser Stelle im Asteroidengürtel befinden, dann braucht Jupiter 2-mal länger um die Sonne als der Asteroid. Also wenn Sie sich mit Ihrer Rakete jetzt denken, hey, ich fliege jetzt genau hier hin, dann fliegen Sie genau doppelt so schnell wie Jupiter. So, und dann sind wir hier genau in so einem Tal und das wäre ja dann genau eine Oktave an der Stelle. So, jetzt stellen wir uns das vor, hier mit der Klaviatur, hier ist Jupiter, hier sind Sie jetzt, da ist die Oktave. So, jetzt gucken wir weiter. Das wäre jetzt, wir gehen einen Schritt weiter, hier zum nächsten Nachbarn, hier ist der schwarze Ton, das ist eine Oktave und eine kleine Sekunde. Und da ist hier so ein kleiner Peak, naja, 32 zu 15, das ist irgendwie auch nicht so schön einfach. Das ist, naja, kann man glauben, muss man nicht. Machen wir weiter, 9 zu 4, ist schon best. Kann ich zum Anfang, ist ein größerer Dip, also kleinerer Knick hier drin. Also wir sind jetzt bei einer großen Sekunde. Und das Ganze machen wir erstmal so ein bisschen durch. Stellen fest, okay, jetzt haben wir hier, den hier haben wir nicht getroffen. Aber jetzt sind wir hier in so einem kleinen Tal drin, das ist also die kleine Terz, aber es ist auch 12 zu 5, das ist schon was Zweistelliges, das ist ja schon wieder gemein. Hier war was ganz Tolles, ganz tief drin, da war und eine große Terz ist 5 zu 2. Da sind wir in so einem Knick. Hier auch wieder ganz toll, noch so ein Knick. 8 zu 3, Oktave und Quartel. Okay, das ist süß, weil das Oktave und Tritonus ist und Tritonus ist ja immer noch. So ist also 90 zu 32. Ja, können Sie selber ausrechnen. Es ist, ja, es funktioniert nicht so. Aber hier wieder, ganz toll, also Oktave und Quinte, 3 zu 1. Komplett in diesem Knick drin. Nächster ist Oktave und kleine Sechste. Ja, okay, ein bisschen, ja, daneben vielleicht, kann man glauben. Es wird jetzt kompliziert, das ist schon wieder zweistellig, 16 zu 5. Dann haben wir die große Sechste ist 10 zu 3, naja, nicht wirklich.
Kleine Septime, das klingt sehr schief, nur so zum Hinweis, also 18 zu 5, ja, kann man glauben, na, da ist nichts. Und dann hier ist die große Septime, 15 zu 4, naja, auch nicht wirklich, aber hier sind wir wieder Oktave und Oktave 4 zu 1, schön. Okay, also bei vielen hat es funktioniert, bei einigen aber auch nicht. Und da gucken wir jetzt noch ein bisschen genauer. Das sind diese vier Stellen gewesen, also wir haben hier diese 1-10 und hier den großen und das hier eigentlich auch. Und naja, dieser kleine Knick, den kann man glauben, ob er da ist oder nicht. Aber wir wissen, dass diese Sachen hier nicht sind. Was ist das Problem, was wir hier gemacht haben? Die chromatische Tonleiter, so wie wir sie kennen, also mit den Klaviertasten schön einmal durchgehen, funktioniert nicht. Warum? Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt. Was wir benutzen, ist das sogenannte wohltemperierte Klavier. Hat nichts mit Temperatur zu tun. Heißt einfach nur, wir spielen so, dass wir alle Tonarten durchspielen können. Das ist schon was Optimiertes. Da hat ein Mathematiker schon sich was bei gedacht. Wenn wir zurückgehen zu den Naturtönen, Naturtöne, also wenn Sie mit den Fingern nicht so viel rücken können, aber gerne Instrument spielen wollen, rate ich Ihnen zur Naturtrompete, hat keine Ventile, Sie können einfach pusten. Und dann kriegen Sie Intervalle raus. So, und die haben andere Größenverhältnisse als das wir hier sehen. So, machen wir mal. Gucken wir uns das erste Mal an. Und das erste ist eine Quarte und eine natürliche Septime. Das ist schon an sich was Komisches. Schauen wir mal an, wie es klingt. Okay, es gibt, ja, genau. Genau. Es gibt Orgeln, die so gestimmt sind. Ich weiß nicht, wieso. Ich hoffe, es ist mit Absicht, aber meistens glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube einfach, es ist einfach passiert. Es ist ganz furchtbar, wie es klingt, aber plötzlich landen wir genau hier drin. Also Naturton hat uns für das erste geholfen. Ja, okay. Ein zweites, das war hier dieser Knick. Mit dem Tritonus waren wir hier oben drin. Jetzt schauen wir nochmal hier, was kriegen wir da hin? Das ist was Witziges, das ist was Alpines, das ist was für unsere österreichischen Freunde hier. Eine Oktave und ein. Zu nachschlagen, was es ist, was ist ein Alphorn? Das ist ein Alphorn. Ich glaube, das ist bekannt. Und das ist ein ganz spezieller Quartton, den nur dieses Alphorn machen kann. Also kein anderes Instrument macht diesen Ton. Es kann nur das Alphorn. Und wie klingt es? Ich fühle schon die Weidekühe. Also ja, genau. Funktioniert. Also sie kommen dann genau hier hin. Also auch Naturton, Alphorn hat auch keine Ventile. Also sie müssen da keine Töne drücken. Und was fehlt jetzt noch? Genau, wir haben jetzt hier hinten noch diesen kleinen Knick. Das wäre eine Oktave und eine natürliche Septime. Naja, okay. Wir kommen hin, aber es wird immer komplizierter mit den Tönen. Und hier vorne hatten wir noch das eine übersehen. Das ist quasi eine Oktave plus eine Quinte minus ein Alphorn. Ich sage, es wird komplizierter, aber sie kommen in diese Knicke rein. So, was ist das jetzt? Das ist das, was wir in der Astronomie Kirkwood-Lücken nennen. Also es hat ein Astronom mit dem Namen Kirkwood gefunden und er konnte es auch damals schon erklären. Das sind also genau dynamische Verhältnisse und was passiert, ist es wie Schaukeln. Sie befinden sich genau an so einem Knick und der Jupiter schubst sie weg. Er sagt, geh weg. Ja, sagt, okay. So, und genau diese Lücken sind dann eben in dynamischen Bereichen drin, wo der Jupiter sagt, hey, geh weg. Und das können Sie genauso ausrechnen. Natürlich ist es komplizierter. Sie sehen, da sind noch andere Knickstellen drin und so weiter. Denn der Jupiter ist ja nicht das einzige Objekt, was da schubst, sondern andere Planeten schubsen auch. Aber es funktioniert. So, was Sie jetzt gelernt haben an der Stelle, ist, das innere Sonnensystem spielt nicht wohltemperiert, aber es spielt. Also Sie können eine Oktave aufschreiben und treffen die meisten dieser Lücken im Asteroidengürtel. Ich finde das super. Ich finde das toll. Das ist so Physik und Mathe. Passt super. So, und jetzt damit Sie wieder aufwachen, indem wir diese ganzen mathematischen Verhältnisse hatten. 3 zu 1, 5 zu 7, 32 zu 19. Ja, gucken wir mal an. Kurzes Quiz, damit wir dann zu Ihrer Tour gehen können. Sphärenmusik. Wer hatte alles, was mit Sphärenmusik oder mit Astronomie und Musik zu tun?
Wer den Namen kennt, darf ihn reinrufen. Herrschel. Ja, sehr gut. Herrschel. So, Herrschel, der Entdecker der Infrarotstrahlung, Konzertmusiker und Komponist, hat also sehr viel geschrieben. Wer ist das? Das ist eine Frau. Also, man erkennt das immer so schlecht auf diesen Bildern. Das ist eine Fangfrage, ich weiß. Man braucht mehr Frauen in der Wissenschaft. Sie war eine davon, seine Schwester. Sie ist Konzertsängerin gewesen, hat in seinen Konzerten natürlich gesungen und hat selbst den ersten Asteroidenkatalog mit aufgeschrieben und Beobachtungen durchgeführt. Dann, das glaube ich nicht, dass es irgendjemand weiß, aber es ist auch eine Frau. Sie hat mit Gauss korrespondiert über Astronomie, hat selbst komponiert, hat auch Kometen beobachtet und dazu Abhandlungen geschrieben. Von ihrer Musik ist leider nichts übrig geblieben. Aber ja, es ist halt, wenn man sich mit irgendwelchen Damen der High Society auskennt, geht. Lokalpatriotismus, sorry. Jetzt was für unsere österreichischen Freunde, den kennen wir doch, ne? Ja, genau. Also der hat Jupiter-Symphonie, das geht. Also der hat auch Astro gemacht, so ein bisschen. Also er hat das Wort Jupiter benutzt. aber jetzt einen, der hat es noch ein bisschen anders betrieben. Ja, sehr schön. Das ist Gustav Holst. Für Fans der Serie, Filmserie, nennen wir es mal Herr der Ringe, ist er die Inspiration gewesen mit seiner Suite über die Planeten. Und dann natürlich noch einen ganz wichtigen. Mhm, genau. Ich gebe einen Hinweis. Mhm. Ja, zur Allgemeinbildung müssen wir das beitragen. Also ja, er hat es komponiert. So, und jetzt ganz zum Ende kann man auch noch Wissenschaft betreiben, indem man seine Forschungsarbeit einfach in den Äther singt. Das haben diese Jungs hier getan. Wer nicht Englisch gut kann, der kann einfach die Musik genießen. Den anderen würde ich vorschlagen, versuchen Sie mal den englischen Untertiteln zu folgen. Ich finde es wunderbar. Find's immer wieder super. Ja, also, falls es jemand nicht mitgekriegt hat, 51 Pegasi war der erste Planet, den wir um einen anderen Stern gefunden haben. Hat offenbar geholfen, um Forschungsgelder einzuwerben. Immer wieder schön, damit beende ich jetzt den Vortrag. Ich hoffe, Sie sind jetzt alle wieder munter. Sie können dann gerne Fragen stellen, wenn Sie das möchten. Und wenn Sie das nicht möchten, dann nehme ich an, dass es eine Führung gibt. Ich höre kein Gewitter. Also es gibt eine Führung.
Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Freitagabend.